Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guy, dem besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Wir sind zurück bei Last Day on Earth und es gibt ein neues Event, also eine neue Location, sagen wir mal besser. Nämlich Fall 2 wird jetzt gestartet und es gibt ein Notsignal vom abgestürzten Schlitten von Santa Claus. Hier haben wir diese neue Location, 18 Tage, 16 Stunden. Solange wie die Season noch geht, ist diese Location jetzt verfügbar, bis man sie abgeschlossen hat, wie schon in Fall 1 gab es hier einen Funkturm, jetzt hier diese Location, die Absturzstelle. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Ich habe ja, gestern ist ein Video hochgekommen, da habe ich den Baum auf Level 2 hochgelevelt. Da habe ich auch einen dummen Fehler zum Beispiel gemacht mit Robo Klaus. Den kann man wohl den Heilprozess abbrechen. Ich Idiot hatte an dem Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme gemacht habe, überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass man ja diesen Heilprozess abbrechen kann, obwohl ich das schon mal getan hatte. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Jetzt gucken wir uns mal die neue Location an und da ist jemand. Oh, mein Kopf, es tut so weh. Hast du etwas zu trinken? Er braucht Alk. Wird man bestimmt hier finden, so wie ich spiele. Infizierte Rentiere. Oh, guckt euch das mal an. Wie schön. Geben die Fleisch und Dings? Ja, geben sie. Oh, ich habe natürlich jetzt hier auch ein bisschen voll mein Gedöns. So, Alkohol habe ich. Wir packen mal die Knarre dahin. Sonst irgendwas. Habe ich einen Hund? Okay, okay, okay. Ist alles doch gut. Wir geben Red Alkohol. Was ist passiert? Ich hatte einen Unfall, oder? Was ist mit den Geschenken? Ich sollte sie ausliefern. Wir müssen sie finden. Helfen Sie Fred dabei, Geschenke zu finden. Dann komm mit Fred. Hier liegen ganz viele Sachen. Da liegt schon was. Ups, Alter. Er schießt. Wie cool ist das denn? Ja, dann schieß doch. Hallo, aber lass mich den doch töten. Nimm jetzt die Knarre, weil das gibt natürlich hier Punkte. Wenn er die tötet, glaube ich, bekomme ich sie nicht. Ich habe Klaus Santings Schlitten ausgeliehen. Tut mir leid. Oh. Tut mir leid, dass es kaputt ist. Ja. Ich konnte jetzt gerade nicht so viel leben. Gucken wir nochmal. Kriege ich Punkte, wenn... Nee, dann bekomme ich keine Punkte. Hier ist ein Bleblober. Ha! Ich habe ihn zuletzt getötet. Weitere Geschenke. Ich glaube, oben war noch eins. Das habe ich, da habe ich gerade vorbeigelaufen. Da gehen wir noch ganz schnell hin. Jetzt wird mir immer klarer, dass keine gute Idee war, alleine Geschenke auszuliefern. Es ist gefährlich. Allerdings. Upsala, da hänge ich fest. Dann gehen wir mal hier hoch. Da haben wir noch Geschenk. Und was haben wir denn hier? Hier ist eine Kiste. Die öffne ich erstmal. Und Feuer kann ich mich aufwärmen. Jo. Ah, schön warm, Popo. Und... leer. Wert der Geschenke ist gestiegen. Sehr schön, weil da habe ich jetzt die blauen Tickets. Ich glaube, die letzte Stufe möchte ich jetzt nicht erreichen, weil ich weiß nicht, ob ich da dann nachher ein lilane Ticket drin habe. Ich glaube nicht, weil dann wird es angezeigt, weil das ist das Wertvollste. Und ich möchte dann zumindest die blauen haben. Deswegen lasse ich das, gehe nicht auf 750 hoch. Übrigens, ich habe hier, seht ihr, ist mein Depot leer. Ich wollte es einmal testen, habe 75 Gold ausgeben. Oder Coins. Man kriegt nur die neuen Teile, die man hier sieht. Er tauscht dann immer das gegen die wertvollsten Items aus. Das weniger wertvolle fliegt raus. Wenn ein etwas wertvolleres du nicht genommen hast, dann geht das etwas wertvollere dafür rein. Und so, ja, läuft es dann hier immer ab. Und man kann auch wirklich nur die neuen Teile dann holen. Also nicht alles, was man abgelehnt hat, bekommt man. Nur eben so zur Info. Wollte ich mal eben nicht getestet haben. Mann! Lass mich den töten. Oh, okay. Gibt sowieso keinen Links. Hier haben wir eine Höhle. Da gehen wir rein. Bin ich mal gespannt. In 2 Tagen ist Weihnachten. Heiligabend. Wie schön.
lass ihn einfach jetzt da. So. Soll ich denn da jetzt meine Rüstung und so viel verschwenden? Da liegt jemand. Der ist tot. Komm mal weiter. Da ist auch jemand tot. Hier liegt noch ein Geschenk. Wasser sieht richtig schick aus. Hier ist auch nichts finden. Haben die Plünderer alles gestohlen? Sie wollen uns keine Weihnachtsgeschenke da lassen? Anscheinend nicht. Gehen wir also wieder raus. Voll die dramatische Musik gerade. Der Schlitten hatte einen Unfall. Die Geschenke sind weg. Ich habe Glück, überlebt zu haben. Gehen wir, bevor noch etwas passiert. Gehen Sie zurück zur Bar. Okay. Übrigens, ich kann ja noch die Rentiere hier plündern. Gibt Fleisch. Dann gehen wir zur Bar, können den Fall abgeben. Doch bevor ich das mache... mache ich noch eben was anderes, denn überspringen das jetzt, anstatt 22 Minuten zu warten. Zack. Nimm das und nimm... na komm, ich nehme die Granaten. So, seht ihr, und der Rest geht hier wieder rein. Die drei wertvollsten, obwohl waren ja noch drei übrig. So, denn wenn ich das nämlich jetzt abgebe, dann kriege ich direkt wieder Punkte für die nächste Runde. Deswegen habe ich das jetzt eben gemacht. Hat zwar wieder Coins gekostet, aber okay. Und dann gucken wir mal weiter. Bum, 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 bum. Ist er jetzt hier irgendwo? Muss doch, ne? Erstmal zum Untersuchungsbrett abschließen. Da, Hinweis. Zack, ist abgeschlossen. Also, erste ist seine verrückte Idee, Klaus Hunting auszurauben. Jeder weiß, dass es schwer bewaffnet ist. Wer könnte so mutig sein, es zu wagen? Wer hätte gedacht, dass Klaus Helfer es wagen würde, seinen Schlitten zu stehlen und die Geschenke selbst auszuliefern? Er hatte Glück, dass die Plünderer nur die Geschenke wollten. Aber wie konnten sie ihn ausspüren? Gute Frage. Hier haben wir wieder zwei Aufgaben. Und... ist keiner hier. Keiner da. Dann gehen wir direkt mal eben raus und gucken erstmal, was für Aufgaben da sind. Und hier kann ich mal eben die Teile reinpacken. 10 Stück fehlt da noch von. Hier seht ihr gerade mein neues Bike. Ja, es ist jetzt VIP Level 5 bin ich. Und dann habe ich diesen Bike Skin bekommen. Ja. VIP Level 5. Schön, ne? So, gucken wir mal. Was für Aufgaben das noch... Zungenbrecher. Was für Aufgaben das jetzt noch sind. Kalksteinkamm und Kiefernwald. Gehen wir zuerst zum Kalksteinkamm. 5 Steine eben holen. Und dann die Überlebenden retten. Ah, das sind immer doofe Aufgaben. Da braucht man immer so fies an... Rüstung und Heil-Items und so, weil immer einer dabei ist, der eine Glock hat. Also zweimal zwei Plünderer, die man besiegen muss. Hier ist jetzt einfach, hier muss ich nur ganze 5 Steine aufheben. Das sollte ja kein Problem sein. Das nehmen wir mit. Weil mein Leder geht gerade ganz schön zur Neige, genauso wie mein dicker Stoff. Ich habe nämlich einige neue taktische Sets auf oder hergestellt. Die Todesfratze! Also wenn ich sie dann besiegen muss, dann ist sie nicht da. Da liegen irgendwo Steine rum, da ist ein Stein. Da kommen noch 4 Steine. Da liegt ein Stein.
Weiter Stein. Noch irgendwo Steine. Stein, Stein, Stein. Erstmal ist hier das Geschenk. Sehr schön. Nie vergessen, sowas aufzuheben. Also macht es auf jeden Fall dann doch Sinn, den Tannenbaum aufzuwerten, weil man kann dann doch mehr Sachen mitnehmen. So, da muss ich also meine Aussage vom gestrigen Video revidieren. Jetzt muss ich zum Kiefernwald, dafür gehe ich eben einmal zur Tankstelle, weil als VIP kann ich kostenlos dahin laufen. Und zwar in schnell. Und dann ist der Weg nicht mehr so weit zum Kiefernwald. Gehe aber erst einmal am Rädchen drehen. Hier in der Gasstation. Und schau mal, ob ich denn was Schönes gewinne. Wäre natürlich was Feines. Kann auch einmal, obwohl das mache ich noch nicht. Gucken wir mal. Und hier noch 5 Stunden, dann ist meine AK repariert. Kann ich die nächste AK reinpacken. Dauert immer einen Tag, kann ich jetzt Waffen reparieren. Spin. Oh, 50 Coins. Die dürften hier drin sein. Kann ich auch eben die aus dem der Inbox hier rausholen. Kronkorken, zack, 500 Stück. Und können die mal eben erstmal nur einwerfen. Muss ich ja noch nicht spielen. Hauptsache, die sind da schon mal drin. Dann gehe ich jetzt zum Kiefernwald und schließe die Aufgabe noch eben ab. Schöne Musik, ne? Dun, 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 dun. Mit meiner engelsgleichen Stimme habe ich einfach mal in perfekter Harmonie dieser Gitarre einer Begleitstimme gegeben. Dort sage ich nochmal Plünderer. Ah, verdammt, stimmt ja. Schon wieder vergessen, was ich jetzt machen sollte. Die Plünderer killen. Eine Kackaufgabe immer. Kann ich einfach sein Bär oder so? Wollte draufhauen, habt ihr gesehen? Ich wollte draufhauen. Hab mich dann doch umentschieden. Laufen also wieder dahin. Und gehen wieder dahin. Zweimal kann ich das noch machen. Lieber Big One. Wehe, du kommst jetzt nochmal. Aha. Soll ich was hier reinpacken? Hier habe ich schon was drin. Okay. Packen wir das mal da rein. Und den Hammer, den kann ich gebrauchen für den das Bunker Alpha. Reicht. Reicht. Da haben wir schon ein Plünderer-Team. Wollte jetzt nicht meine Waffe verschwenden. So, noch ein überlebendes Team. Upsala. Sind ja noch gerade ein paar mehr Gegner gekommen hier auf einen Schlag. So. Blubber. Meine Rüstung schon wieder kaputt.
braucht er die Waffe noch. Für die Gegner hier. Und finde ich hier noch was Feines. Eine Schusswaffe zum Beispiel. Nö. Warum auch? Wo sind die anderen Plünderer? Doof hier, ey. Wie sieht's mit meiner Rüstung aus? Okay, die ist noch etwas vorhanden. Nicht mehr viel. Feder kann ich mitnehmen. Ah, jetzt kommt da natürlich hier der Giftspeier. Schon mit einem Schild hauen. Aufpassen. Da will ich jetzt eben nicht hin. Das war der Colonel. Ja, okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Boah, habe ich jetzt eben einfach die Waffe verballert. Ist mir auch egal. So, ihr seid frei. Ich muss mal eben ganz kurz eine Schusswaffe rausholen. Nehmen wir denn mal eben ruhig die M16. Denn der gibt auch gut Punkte. Wäre doof, wenn ich den jetzt nicht besiege. Ich glaube, da geht 50 oder so. 25, okay. Aber 25 haben oder nicht haben, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? 103 von 500. Wenn ich die zwei noch abgebe, sind es nochmal 300, glaube ich, die ich bekomme. Immer Truthahn mitnehmen. Ist ja bald Weihnachten, ne? Und dann gehen wir doch mal raus hier. So, die Kiste lasse ich jetzt mal eben. Dann gehen wir mal zurück zum Dings, zur Bar. Schließen die beiden Sachen noch eben ab. Und in der Zeit kann ich schon mal fürs Outro sorgen. Das war auf jeden Fall die erste Aufgabe des zweiten Falls, wie ihr gesehen habt. Nämlich die Absturzstelle. Und bin gespannt, wohin das Ganze führt. Was mit Center passiert ist, wo er steckt, bin ich auf jeden Fall gespannt. Da ist so, also da ist schon mal die Story ein bisschen spannender als zum Beispiel bei Season 17, die fand ich lame, habe ich dann auch irgendwann gar nicht mehr wirklich beachtet mit Echo One, aber man konnte halt besser Loot abgreifen bei Echo One als jetzt hier. Hier muss man um einiges mehr an Rüstung und Waffenaufwendung als das, was man zurückbekommt. Egal. Wir wollen uns nicht beschweren. Wir sind über jede neue Aufgabe, die es gibt, dankbar. Was gibt es eigentlich hier? Sägeblattkeule. Okay. 100 brauche ich nur noch. Das ist in den paar Stunden auf jeden Fall mehr als machbar. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder was auch immer. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, was bekommt ihr? Wisst ihr schon, was ihr bekommt? Oder macht die anderen eine Freude? Wenn ja, was schenkt ihr zum Beispiel auch anderen? Könnt ihr auch mal gerne schreiben. Wird mich interessieren. Das war's für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.